Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam Himmel. Na hey, ich sehe es, Doki. Siehst du da? Siehst du, da hinten ist ein großer Riss. Ja, Mann. Ich glaube, wir können da durchgehen. Ist das Dampf? Ich frage mich, ob es da drin sehr heiß sein wird. Aber es ist jetzt zu spät, um kalte Füße zu bekommen. Ich zittere schon vor Spannung, Doki. Was uns da drin wohl erwartet? Was uns wohl auf dem Gipfel erwartet? Ich kann mir nicht im Entferntesten vorstellen, was da vor uns, was uns bevorsteht, meine Güte. Wir betreten gleich einen Ort, an dem noch niemand zuvor war. Bei den Gedanken rast mein Puls. Gehen wir, Doki. Lass uns hineingehen und nach oben steigen. Ja, sofort. Ja, wir haben ja jetzt den Nebel entfernt. Und wollen hier jetzt schön diesen Berg erkunden oder die Höhle erkunden, den Nebelsee finden, was auch immer. Und das schaffen wir auch, Leute. Das schaffen wir auch. Wir speichern noch einmal vorher. Speichern. Ach ja. Ja, dann geht's auf. Ich hoffe, ich bringe den Part heute rechtzeitig online. Gestern kam der Part ja eine Stunde später. Ich habe es nicht mehr rechtzeitig geschafft mit dem Rendern und dem Hochladen. Ging einfach nicht. Ging einfach nicht. Währenddessen. An der Statue von Groudon. Psst, hey Boss. Was ist los? Stimmt einfach nicht? Boss, hey Boss. Wie lange ist das jetzt schon so? Komm schon, nehmen wir ihn richtig mit unserer guten alten Spezialkombo ein. Halt die Klappe. Liebe Freunde, was ist los? Ihr seht mich die ganze Zeit so unheimlich an. Boah, der Typ ist ein harte Nuss. Echt hart. Jetzt verstehe ich's. Ihr wollt mich mit lustigen Grimassen zum Lachen bringen. Ich wette, ich kann euch auch zum Lachen bringen. Blablabla. Komm schon, Boss. Ich halte das nicht aus. Diese schräge Szene macht mich wahnsinnig. Na gut, es klappt nicht und wir haben keine andere Wahl. Ne, Knuddeluff. Was ist denn? Hey, nichts für ungut, aber jetzt bist du dran. Nimm das. Eine giftige Gas-Spezial-Kombo von mir und Smogon. Okay. Ja, der kam gestern ein bisschen später, eine Stunde. Ich habe das halt einfach echt nicht mehr rechtzeitig geschafft, hochzuladen, rendern und ja, dann meine Hochladezeit ist einfach enorm. Und ja, ist halt ein bisschen doof gelaufen, aber konnte ich dann nichts machen. Dafür kommt der Part heute hoffentlich rechtzeitig, je nachdem. Ich nehme jetzt die Runde gerade auf, also den Part hier auf gerade. Und dann werde ich pennen gehen, denn es ist jetzt 20 nach 8 morgens. Ich wollte eigentlich schon vor Ewigkeiten den Part aufgenommen haben. Hab's aber erst jetzt geschafft. Und ja, dann werde ich auch morgen wieder vorproduzieren für die nächsten Tage wieder ein bisschen, damit das nicht wieder vorkommt. Und ja, ich hoffe, ich verpenne dann nicht und stehe zu spät auf, sodass ich den Part dann erst wieder viel zu spät online bringen kann. Wäre auf jeden Fall ziemlich doof. Würde mich nicht so freuen, muss ich sagen. Ja. Hoffen wir einfach mal. Ja, dass es alles hinhaut. Ich bin ja zuversichtlich. So. Kämpfen wir uns jetzt hier mal durch die Dunsthöhle durch. Ich denke, das dürfte kein großes Problem darstellen, hier durchzukommen. Oh. Explosion. Wow. Ich finde eine der beschissensten Attacken in Pokémon. Explosion und Finale. Das ist so. Oh, so ein Müll. Finde ich. So ein totaler Müll. Naja, was soll's. Wurf-Orb. Yeah. Ein Porenta, cool. Ich glaube, auch während der Expedition kann uns kein Pokémon. Er kann kein Pokémon dem Team beitreten. Sonst wäre auch bestimmt schon eins beigetreten. Nein, es geht nicht, das geht nicht. Nee, ich glaube, das geht nicht. Aber ist auch nicht so schlimm. Wir brauchen hier eh kein Pokémon im Team. Wir wollen uns ja
ein Knackleon ins Tier holen. Und das können wir, glaube ich, schon bald nach der Expedition machen. Ich glaube schon. Au. Ich bin mir echt nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist nach der Expedition möglich. Weil wir dann weiter, so gesehen, ja, erkunden. Das sowieso. Wir müssen aber, glaube ich, keine Mission machen, sondern müssen verschiedene Orte erkunden wegen den Zahnrädern der Zeit. Wenn ich das noch recht in Erinnerung habe. Und ja, da treffen wir dann halt auf die Treibsandwüste und da können wir halt... Hey, was war das? Okay. Gerade eben, hast du das auch gehört? Habe ich mir das eingebildet? Oder nicht? Na egal, wir sind bald da, lass uns weitergehen. Ja, können wir in die Treibsandwüste und uns da dann ein Knackleon ins Team holen. Und ich hoffe, das klappt dann auch gleich beim ersten Mal. Damit wir nicht nochmal da rein müssen, weil ich glaube, bei dem nächsten Besuch dann werden wir ja erstmal weitere Dungeons erkunden. Okay. Hast du es gehört, Toki? Ja. Also habe ich mir das Geräusch nicht eingebildet. Es hat sich wie eine Art Brüllen angehört. Aber ich frage mich, was das sein kann. Wer weiß, was uns erwartet. Aber seien wir tapfer und gehen wir weiter. Wir sind fast da. Gehen wir. Ja, wir sind beinahe da. Wenn wir den Gipfel erreichen, dann treffen wir vielleicht Selfe. Vielleicht bekomme ich von ihm eine Antwort auf meine große Frage, wer ich bin. Das heißt, wer war ich, bevor ich mein Gedächtnis verlor? Fällt mir ein, ich habe Dragon noch immer kein Wort davon erzählt. An was denkst du, Doki? Du musst mir etwas sagen? Was ist es? Also so ist das und so. Er berichtet von dem geschehenen Basislager, genau. Du hast was? Seit wir das Basislager erreicht haben, seither hast du das Gefühl, diesen Ort irgendwie zu kennen? Und du hast auch von dem Pokémon erfahren, was am Nebelsee lebt? Das ist Selfe, oder? Der Legende nach löscht es also das Gedächtnis von denen, die dort vorbeikommen. Du vermutest also, dass du schon einmal hier warst, Doki? Du glaubst, dass dir Selfe begegnet ist und dein Gedächtnis gelöscht hat? Verstehe. Das beschäftigt dich also die ganze Zeit, Doki. Doki. Tja, das ist ein Grund mehr, bis zum Gipfel zu gehen. Wir müssen Selfe treffen und herausfinden, was geschehen ist. Ich frage mich, wie du warst, bevor du dein Gedächtnis verloren hast, Doki. Vielleicht kann Selfe unsere Fragen beantworten. Na los, machen wir uns auf den Weg zum Gipfel, Doki. Ja. Ja, dann geht's schon in den nächsten Dungeon nach der Treibsandwüste, wenn wir das zweite Mal da sind. Und bis dahin will ich halt gerne knacklich an einem Team haben. Auf jeden Fall. Nice. Levelaufstieg von Dragon, Level 18. Das ist schön. Eine Finsterbox erneut. Wir haben noch erst eine im letzten Dungeon bekommen, die auch eben gerade gelagert. Ich weiß gar nicht, wie viele Ebenen wir jetzt hochgehen müssen. Wahrscheinlich auch wieder so 5 oder so. Schätze ich jetzt mal. Kann auch mehr sein, ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. Okay, wir sind auch Level 18. Nice. Nice, 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 nice. Das ist sehr schön. Gucken wir erstmal hier hin. Na, nachdem wir Zerpeise besiegt haben. Oh, schön. Sinelbeeren. Und Poke. Das ist super. Wie viele Poke haben wir eigentlich mittlerweile gesagt? 1200 Poke, das ist schön. Das ist eine ordentliche Summe auf jeden Fall. Kann man mit leben. Ist auf jeden Fall gut. Bodyguard. Batz. Besiegt. Ach komm, das schaffst du alleine, Dragon. Nice. Wieder mehr Poke gefarmt. Schön. Bodyguard. Nervige Attacke. Zack. Alter, das hat viel ausgehalten gerade. Das hat echt viel ausgehalten. Naja, egal. E5, okay. Noch mehr Ebenen müssen wir machen, okay. Batz. Ich weiß immer noch nicht, was dieses Pokémon blinzelt auf sich hat. Was mit dem Blinzeln halt auf sich hat. So. Ich habe davon keine Ahnung. Okay, noch mehr Ebenen hoch. Okay. Ein Orangegummi. Oh, schön. Schön.
Dragon. Typvorteilmeister. Okay, was ist das für eine Fähigkeit? Volltrefferrate des Pokémon erhöht sich mit Pokémon mit... Ah, cool. Warte, haben wir auch schon... Ja, okay, jetzt sind wir erst wieder dran mit den ganzen Gummis bekommen. Okay, cool. Schön, schön. Weiter. Typvorteilmeister, das ist krass. Ich finde es auch ziemlich cool gemacht eigentlich, dass hier bei dem Mystery Dungeon Luxusbox. Cool. Ah, ich will das Item mitnehmen. Damn. Genutzte TM. Tausch. Dass bei dem Pokémon Mystery Dungeon das so ist, dass nicht jedes Pokémon die gleichen IQ-Fähigkeiten bekommt. Zumindest nicht in der gleichen Reihenfolge. Ist auf jeden Fall schön. Finde ich ganz cool. Wir sind ganz nach oben gestiegen. Dieser Ort. Er fühlt sich irgendwie seltsam an. Es liegt an der Spannung in der Luft. Es liegt eine Spannung in der Luft. Meine Haut kribbelt. Überall. Es fühlt sich an, als würde mich etwas erdrücken. Irgendwie... Irgendeine schreckliche Gefahr. Das ist das Geräusch von vorhin, Doki. Genau wie ich mir gedacht habe. Es war ein lautes Brüllen. Okay. Irgendetwas kommt auf uns zu. Hey, seht mal her. Okay. Ist sie das? Die Statue von Groudon. Oh, aber hier ist niemand hier. Bist du sicher, dass Gildenmeister gesehen hat, Krebskor? Sicher bin ich mir sicher. Ich habe ihn gesehen, als ich auf dem Weg zurück zum Basislager war. Der Gildenmeister hetzt auf der Jagd nach einem perfekten Apfel vorbei. Ich habe gerufen und gewinkt, aber er war anscheinend so abgelenkt und hat nicht gereagiert. Aber ich würde sagen, dass das Team von Doki vorgegangen ist. Bestimmt ist der Gildenmeister ihnen nachgegangen, glaubst du nicht auch? Hä? Der Boden. Oh, zum Kuckuck, oh, er bebt. Was ist das bloß? Oh, was für ein Lärm! Ist es vielleicht... Na, irgendwas geht da oben vor. Laufen wir hoch, schnell. Okay. Hey Papa, hast du das da drüben gehört? So ein Ächzen und Stöhnen. Oh, es ist ja eingebildet. Beilen wir uns jetzt. Ja. Okay. LOL. Oh, ich bin ganz ausgelockt. Ich kann mich nicht bewegen. Wie ist das passiert? Der Knuddel auf unsere giftige Gas-Spezialkombo so leicht abgeschüttelt. Und wie hat Knuddel zurückgeschlagen? Das ist unglaublich. Okay. Knuddel hat die beiden auf jeden Fall besiegt. Die drei auf jeden Fall besiegt. Das ist super. Das ist krass. Groudon, okay? Was ist das? Es sieht aus wie die Statue. Dieses Pokémon, es existiert wirklich. Ihr seid gekommen. Seid ihr gekommen, diesen Ort zu entweihen? Verschwindet! Aber wir wollen doch nur zum Nebelsee. Was? Zum Nebelsee? Ich bewache den Nebelsee. Ich bin Groudon. Ihr werdet diesen Ort nicht lebendig verlassen, Eindringlinge. Was? Oh. Die Stimme geht auf den Hals, ey. Hey, da ist der Eingang. Hier könnten wir hineingehen. Los, Beilung! Okay. Hey, Plauderger. Kann ich dir was fragen, während wir weiterlaufen? Plauderger, kennst du einen Pokémon namens Groudon? Aber natürlich, wie nennst du mich? Ich bin immer der oberste Denkorgan, das oberste Denkorgan der Gilde. Genau, das ist ein legendäres Pokémon, von dem Mythen die Rede. Von dem in Mythen die Rede ist, dieser Generation weitergegeben werden. Na, ein legendäres Pokémon? Richtig. In den Mythen heißt es, dass es das Land aus dem Meer gehoben hat und dass die Kontinente gebaut wird. Uiuiui, das hört sich nach einem enormen Pokémon an. Was, wenn man gegen Groudon kämpfen muss?
Was würde da passieren? Kämpfen und mit Freude schon möglich. Wenn irgendjemand dumm genug wäre, Claude zum Kampf herauszufordern, tja, dazu müsste man lebensmüde sein. Er ist unglaublich stark. Mit allen legendären Pokémon. Wie alle legendären Pokémon? Oh, das ist unheimlich. Aber wir müssen mutig sein. Ich muss mich dieser Sache stellen. Wir können jetzt nicht aufgeben, Doki. Macht euch auf einen Zorn gefasst. Okay, wir müssen jetzt gegen Groudon kämpfen, Alter. Ist das dein Ernst? Wir haben keinen... Na, Mann. Oh, nein! Oh, shit. Energieball. Energieball, ist das eine Pflanzenattacke? Ja, natürlich ist es eine Pflanzenattacke, stimmt. Ich weiß nicht, wir machen Energieball. Ein bisschen. Nein, daneben, scheiße. Okay, jetzt machen wir auf jeden Fall einen Absorber. Schön. Schön, schön. Oh, Schlitzer, Alter, krass. Das war gutes Damage von ihm, ey. Aber er hat noch genug HP, also Dragon hat noch genug HP. Oh mein Gott, Spezialverteidigung singt, schön. Nice, wir haben Growlithe besiegt. Oh, das war einfach. Das war viel zu was? Das war viel zu einfach. Wir haben es geschafft, wir haben Growlithe besiegt. Aber ist das wirklich... What? Hat sich gerade aufgelöst? Huch, Groudon ist weg. Das war nicht Groudon. Groudon war nichts weiter als eine Illusion, die ich aber aufbeschworen habe. Wer hat das gesagt? Wie ich bereits sagte, ich bewache diesen Ort. Ich kann euch nicht durchlassen. Warte bitte, wir haben nicht die Absicht, Ärger zu machen. Wir wollen nur Informationen. Informationen, sagt ihr? Ja, das ist die reine Wahrheit. Naja, zugegeben, wir sind ein Erkundungsteam und nach all den Anstrengungen würden wir gerne einen Schatz mitnehmen. Aber wir gehen auch ohne, wenn du damit ein Problem hast. Wir sind auch zufrieden damit, so weit gekommen zu sein. Bitte, bitte, glaube uns. Nun, okay, ich glaube euch. Selfe? Selfe. Ja, nice. Dann lasst mich euch willkommen heißen. Ich bin Selfe, Wächter des Nebelsees. Was? Sagtest du Selfe? Ja, das habe ich gesagt. Ich bewache etwas Besonderes. Etwas, das im Nebelsee liegt. Lasst mich euch nun zum Nebelsee bringen. Bitte, hier entlang. Okay. Ja, wir wollen definitiv speichern. Aber ich glaube, hier beende ich dann den Part. Ich glaube schon. Aber wir haben noch 2 Minuten und ich denke mal, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, geht das ganze Gespräch noch so ein paar Minütchen länger. Dann würde ich sagen, ja. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder, Leute. Haut da rein. Ach.